Okay, sind wir wieder zurück. So, ihr habt ja euren Diätbericht. Unter meinen Daten seht ihr hier den Verlauf. Ja, das seht ihr, wie weit es bei mir zurückgeht. Schaut mal, was ich noch. Das war so meine Anfangsphase, da wo ich dann High Carb umgestellt habe. Ihr wisst ja alle, oder nicht alle, hier ungefähr März hat es so angefangen. 72, am Januar, Februar hatte ich noch 76, dann bin ich dann runter auf 72. Und erst so ab Anfang April habe ich es dann richtig angefangen zu dokumentieren. Da ist dann die ganze Zeit runtergegangen, abgenommen bis 66 Kilo. Ja, das könnt ihr hier alles eintragen und nachverfolgen und auch Rückschlüsse ziehen. Und wenn ihr dann hier könnt ihr auch einen neuen Eintrag machen. Zack. Das Coole ist auch, wenn ihr mal einen Tag vergessen habt, könnt ihr das hier nachdatieren. Könnt ihr einfach den Tag auswählen und hier dann das Gewicht verändern. So, jetzt gehe ich mal auf Diagramm. Ihr seht jetzt, es ist hier auf ein Jahr bezogen. Ihr seht Höhen und Tiefen bei mir. Ja? Defi, Bulk, Defi, Bulk, Defi, Bulk und jetzt wieder Defi. Okay, das ist jetzt auf ein Jahr bezogen. Wenn ihr das genauer haben wollt, könnt ihr auf 6 Monate machen. Oder noch genauer, 3 Monate. So, hier sieht es ein bisschen chaotisch aus. Ja, ihr wisst jetzt gar nicht, was ist denn hier los? Wo geht es jetzt hin? Hier oben könnt ihr noch ein paar Sachen auswählen. Das ist hier cool, der Trend. In welche Richtung geht's? Hier seht ihr jetzt den roten Faden. Hier bis so Ende Juli. Ja, es ist die Tendenz nach unten gegangen. Und jetzt, das war hier genau, da war ja mein Wettkampf, wo ich gewonnen habe, erster Platz, Beach Challenge. Und jetzt geht's langsam die ganze Zeit nach oben, ja? Und ihr werdet dann sehen in Zukunft, hier wird es dann wieder runtergehen. Ja, können wir auch noch einen Monat machen. Wupp, so sieht das hier aus. Okay, was haben wir noch? Also hier bei Aktionen. Gewicht aktualisieren, da könnt ihr dann immer das aktuelle Gewicht eingeben. Das könnt ihr auch alles vom Handy aus machen. Da gibt es ja die App dazu. Aktivitäten hinzufügen, da mache ich jetzt gar nichts rein, weil... Nö, ich habe ja Spotify Media und das braucht das Ganze hier gar nicht. Das braucht ihr auch nicht. Was haben wir noch? Ah ja. Wo haben wir das? Ein Produkt eintragen. Genau, es kommt mal vor, ihr habt vielleicht irgendein Produkt vom Ausland oder irgendein Produkt, welches nicht hier in dieser Datenbank erwähnt ist. Es kommt aber ganz, ganz selten vor. Richtig selten. Aber bei manchen Bioprodukten, wo wirklich nicht von der Massenindustrie hergestellt wird, die sind dann meistens hier gar nicht erwähnt. Produkt eintragen hier oben. Produktname, was machen wir? Schredder. Nee, sagen wir mal Beispiel. Beispiel. So, blam, blam, blam. Dann könnt ihr noch Sachen eintragen, was es genau ist. Sagen wir ein Lebensmittel. Vielleicht gibt es auch eine Artikelnummer auf der Verpackung, Geschmacksrichtung, welche Kategorie und so weiter, ob es vegan, fruktosefrei und so weiter. Produktgruppe, sagen wir mal, es ist ein Brot. Hersteller, Beispiel, speichern unter. Serviertemperatur. Achso, hier. Manche Sachen müsst ihr vorgeben. Sagen wir mal Raumtemperatur. Sonst nimmt er das nicht an. Jetzt geben wir weiter. So. Und jetzt könnt ihr hier eingeben, das ist dann pro 100 Gramm oder Milliliter. Das könnt ihr hier vorgeben. Also, na hier, Kalorien. Genau.
angenommen, ja, das ist irgendein Brot, sagen wir mal 150 Kalorien. Dann könnt ihr noch eingeben, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und so weiter, Fett. Und falls ihr noch andere Daten habt, und ihr könnt ihr einfach speichern und weitergehen. Und dann wird dieses Produkt hinzugefügt in diese Ernährungsdatenbank. Das heißt, jeder andere kann dann auch dieses Produkt einsehen, wenn er das dann genauso hier dann sucht. In dem Fall war es ja Beispiel. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich denke, das waren jetzt genug Infos hier, um mit dem Ganzen hier klarzukommen. Einige werden viel damit anfangen können. Ich habe es am Anfang auch sehr schwer getan, weil ich jedes Einzelprodukt morgens immer hier eingegeben habe. Bis ich schon mal auf den Trichter gekommen bin, hey, wieso schwer, wenn es auch einfach geht? Ja. So, was sagt ihr dazu? Fandet ihr das jetzt hilfreich? Ich hoffe, seht ihr mich? Yeah. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und falls es wirklich hilfreich war, gebt mir einen Daumen hoch. Ich bin eh sehr zufrieden. Also ehrlich gesagt, ich habe mir das jetzt mal so in der Vergangenheit angeschaut. Bei mir die ganzen Videos, ich habe wirklich kaum Dislikes. Also das macht mich auch richtig stolz und ich bin auch stolz auf euch, auf euren Support. Ja, die Videos, ich habe auch, das ist auch glaube ich auf YouTube so, wenn man viele Likes hat und wenig Dislikes, dann kriegt man ein höheres Ranking. Das heißt, wenn die Videos fertig sind, werden doch verschiedene die Thumbnails von den anderen Videos gezeigt und dann erscheint deins auch eher dort. Und das heißt, wenn ihr mir weiterhin, natürlich, wenn ihr die Videos hilfreich findet, Daumen nach oben gebt, dann erreiche ich mehr Leute hier. Und kann vielleicht noch den ein oder anderen von seinem Low Carb Trip runterbringen. Im Endeffekt wird mir danach eh danken. Okay Leute, ich muss kochen.